Lange Zeit von 1530 bis 1889 befand sich das Rathaus der Stadt Villach am heutigen Kaiser-Joseph-Platz an der Stelle der heutigen Arbeiterkammer. 1889 verlegte es der Stadtrat an diesen Ort, in das schöne Renaissance-Palais, das in der Zeit um 1580 von den Khevenhüllern erbaut worden war. Im Zweiten Weltkrieg wurden auf Villach besonders viele, nämlich 52 Luftangriffe geflogen. 1300 Häuser waren 1945 schwer beschädigt oder zerstört, darunter auch das alte Rathaus. Der Wiederaufbau gestaltete sich überall schwierig. So war man besonders stolz auf das neue Rathaus, das im schlichten Stil dieser Zeit gestaltet, nach kurzer Bauzeit 1952 bezogen werden konnte. Es ist ein Symbol für die Überwindung der schweren Nachkriegszeit und steht heute unter Denkmalschutz.